Hello Peter, willkommen zurück zu Let's Play Mario X-World, die zweite Edition. Ja. Beim letzten Mal haben wir hier gestoppt gehabt. In diesem Level hier. Ja, und dieses bösartige Geisterhaus werden wir jetzt ausgeistern, indem wir es beenden. So. Auf jeden Fall steht fest, wir brauchen da auf jeden Fall schon mal einen P-Switch, um da hinzukommen. An dieser einen Stelle. Autsch! Okay, wie gewonnen ist der Ron, sagt man da wohl. Ja, bei dem Fishing Boomis Viech ist es ja einfach, Power-Ups zu verlieren. Ah, von daher. Okay, Concentration. Irgendwie muss ich da jetzt rüber. Rüber mit dir. Zack. Komm her. Zack. So. Ich vermute mal stark, dass man hier nicht rein soll in diese eine Tür. Da! Hilfe! Deswegen gehen wir jetzt hier nach unten. Okay, das erinnert doch wieder stark ans Originalspiel. Was ist hier denn los? Da kopiert er wieder Räume aus dem Originalspiel. Okay. Ja, das war anscheinend der Secret Exit. Ja. Und dann vermute ich, dass der Normal Exit dann noch irgendwie weiter hinten ist. Wobei, ich frage mich, was passiert eigentlich? Wenn man da noch weiter nach hinten geht. Also, ich meine, wenn man an der entsprechenden Stelle sich entschließt, da rauszugehen. Ich will mal gucken, was dann da passiert. Ich glaube, diese Zeit werde ich sogar investieren. Ich will das Level erkunden. Mich hat der Erkundergeist gepackt. Okay, und ich glaube, die Feuerblume können wir da jetzt liegen lassen, weil die bringt ja keine Vorteile in dem Raum. Hier ist nichts, was wir abrutzeln könnten, theoretisch. Zack. Sodler. Komm her. Du dämliches P-Switch-Teil. Autsch. Ich will dich nämlich hier drücken. So. Und ich will jetzt wissen, was hier draußen rumeiert. Okay, Kohle. Eine Feder und was noch? Ja, eine Tür. Ja, und dann kommen wir hierher zurück. Ja, und ansonsten scheint es hier nichts zu geben, oder? Aber ich verstehe nicht, was haben dann diese Blöcke mit dem P-Switch da zu suchen? Ich werde es noch einmal versuchen, da hochzugehen und dann gehe ich mal nach links. Und guck mal, was da so Hübsches lauert auf dem Spieler. Zack, oh Gott. Nope. Nope. Hilfe. Hallo, P-Switch. Mr. P-Switch. Und was an dieser Tür ist, danach gucke ich nicht, weil... Dafür habe ich zu sehr Angst, dass es sich da um eine Niete handelt. Also um eine, ich setz dich mal zurück, Tür. Und ich fürchte, hier ist eine Sackgasse. Könnte das sein? Aber ich will trotzdem mal nachgeguckt haben. Ja, tatsächlich, hier ist tatsächlich eine Sackgasse, Mann. Okay, das heißt umbringen und nochmal.
Oh, ich habe jetzt viel Zeit verschwendet. Ich weiß, aber ich wollte das erkunden. Also, der hat sich mal wieder aus dem Originalspiel bedient und ein Design entworfen, das einige Schwächen aufweist hier in diesem Geisterhaus. Ja, zum Beispiel hier, die braunen Blöcke. Mir erschließt sich der Sinn einfach nicht. Es sei denn, die andere Tür führt einen noch in einen anderen Raum, wo ein Peacewitch ist, und der führt einen dann zurück. Aber wenn das nicht so ist, dann sind diese Blöcke da einfach so umsonst, weil es schön aussieht, oder wie? Ach, Mann. Und ich bin jetzt leider auch zu faul, euch diesen ganzen Mist zu ersparen und einfach die Aufnahmetaste zu stoppen. Furchtbar, oder? Zack. Also rüber. Und nochmal rüber. Zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Nope. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir einfach mal in die weiter hintergelegene Tür und schließen das hier ab. Aber eigentlich kann ich das ja hier auch schon sehen. Mein Gott, dass da rein gar nichts mehr ist. Ja. Toll, das hätte ich mir jetzt eben ersparen können. Okay. Nach 7 Minuten ist der Quatsch endlich geschafft. Und jetzt machen wir das hier. Was ist das hier? Eigentlich okay. Das sind wieder irgendwelche verbackten Spinies. Oder irgendwelche verbackten anderen Viecher mit Spiny-Grafiken. Und das war sehr arschlich. Okay, also. Das ist wieder der gleiche Quatsch irgendwie. Ja. Aber ich sollte ein bisschen mehr aufpassen, was ich da tue eigentlich. Yes! Genau das war mein Plan. Genau das wollte ich so machen. Ups, scheiße. Ja. Okay, so wollte ich das jetzt eigentlich nicht haben. Ah, da unten ist ein Power-Up, da unten. Das Power-Up da unten werde ich mir holen. Okay, ich meine, das habe ich beim ersten Mal durchspielen hier nicht gemerkt, dass hier noch irgendwas ist. Gut. Und damit bewaffnet werden wir uns jetzt hier ran machen. Zack. Ja, mein Gott, dieses verdammte Drecksviech, das ist sowas von mies gesetzt. Schäm dich, Hackersteller, schäm dich. Diese bösartige Platzierung. Scheiße. Das ist unfair. Die einzigen Worte, die ich dafür finden kann, ist unfair, 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 unfair. Scheiße. Und ich hatte nicht mehr in der Birne, dass da irgendwie ein Abgrund ist. Scheiße. Ach, und was ist denn mit diesem Teil da falsch gelaufen? Muss ich da jetzt extra dran springen? Kann der da nicht einfach hochlaufen? Mein Gott. Das ist doch alles sehr bescheuert gelöst, finde ich. Very stupid. Zack. Mann, genau das wollte ich nicht. Warum muss man so eine ultradämliche Flamme da oben irgendwie hin platzieren, hä? Das ist so eine berechtigte Frage, glaube ich. So, jetzt bin ich auf dieses dämlich platzierte Viech vorbereitet. Aber natürlich Bullet Bills. Ich habe keinen Bock, wieder stundenlang bei diesem Quatschlevel hier zu verbringen. Ich warte jetzt, bis da wieder die Feder lauert. So. Oh mehr. Kann ich diesen Quatsch hier nicht überfliegen? Das würde die Sache ungemein erleichtern.
Ja, das geht tatsächlich. Juhu. Aha, da haben wir den Übeltäter. Gut, zumindest den Anfangsabschnitt kann man überfliegen. Ich glaube, das hat die Sache schon um einiges erleichtert. So, kann man dann irgendwann in dieser Röhren rein? Habe ich gar nicht ausprobiert, glaube ich. Nö. Okay, links ist auch nichts. Hätte sein können, dass da außer dem Yoshi noch ein Ultra-Spezial-Power-Up ist oder irgendwie sowas. So. Yoshi muss ich mich nicht mit diesem Teil rumquälen, sondern... Natürlich. Natürlich, Spiel, ich hab dich auch lieb. Okay, und... Wollte nur testen, was jetzt hier hinter ist. Aber da ist offenbar nichts Weltbewegendes. Ja, gut, dass ich einen Spinjump gemacht hatte. Sonst wäre ich jetzt am Arsch. Ja. Und dass da was war, das war ja offensichtlich. So. Secret Exit ist im Sack. Oder im Eimer, oder was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, ich sollte lieber auf die Federholtaktik zurückgreifen und dann diesen ersten Quatsch hier überfliegen. Denn der ist besonders nervig. Nach diesem Abschnitt geht das Level. Ui. Aua, scheiße. Ich war jetzt auf dieses Mistviech nicht vorbereitet. Schon wieder. Und natürlich musst du gleich den Yoshi verlieren. Und den Pilz holst du natürlich auch nicht, Mario. Wobei, das ist eigentlich auch egal, weil wir haben ja jetzt sowieso den Midway Point. Aua. Das macht man nicht, Kollege. Zack. Zack. Nein! Kann man hier irgendwie rein? Ja, da kann man auch rein. Gut. Okay, und das Leben lassen wir Leben sein, denn das braucht's ja nicht. Okay, ich gucke erstmal links, was da weiter links ist. Nix. Okay, haben wir so einen komischen Secret-Raum mit Müllwasser und irgendwas, einem anderen Zeug, das ich nicht identifizieren kann. Ein One-Off-Block, hä? Ja, danke. Und dann setze mich auch noch beim Midway-Point zurück. Darauf habe ich nun gewartet. 5000 Kilometer zurückgesetzt zu werden. Das will man doch unbedingt haben, oder? Ja, und dann auch noch hier abgeschlachtet zu werden. Das will man ja unbedingt. So, zack. Und jetzt schnappt ihr dann deine dämliche Feder. Geht doch. Und jetzt zack ich hier durch. Denn ich will hier nicht den ganzen Tag verbringen. Und die ist im dämlichen Level. Autsch. Und jetzt habe ich mal wieder vergessen. Hau, aua. Knapp. Was ich sagen wollte, jetzt habe ich mal wieder vergessen, dass da so ein Viech runtergeregnet kommt, das mich knapp verfehlt hat. Und jetzt. Mann, ich will keinen Stern. Hau ab, Stern. So. Mein Gott, dieses Level ist vielleicht nervig. Ich hab gesagt, diese Stelle am Anfang ist die schlimmste. Ich glaube, vielleicht sollte ich das revidieren. Und sagen, dass diese komische Stelle hier die schlimmste ist. Guckt euch das mal an. Eigentlich wollte ich danach noch ein Level machen, aber dieses Szenario wird jetzt unwahrscheinlicher und unwahrscheinlicher. Vor allem, wenn er Zeit verschwendet, indem er diesen Kackstern nimmt. Mario.
So. Ich werde dieses Level jetzt schaffen. Ich schwöre beim Wort von was weiß ich wem was. Ich werde das jetzt irgendwie hinkriegen. Und wenn nicht, dann muss ich sterben im realen Leben. Dann werde ich Suizid begehen, wenn ich dieses Level diesmal nicht schaffe. Nein. Nein, mein Leben ist bedroht. Ich hätte beinahe die Feder verloren. Nein. Zack, zack. Nein. Noch mehr Lebensbedrohung. Mein Leben ist in Gefahr wegen derartiger Viecher. Okay, ich muss kein Suizid begehen. Gut, ich habe das Level geschafft. Juhu. Okay, und jetzt machen wir noch das Level. Weil das im Vornherein geplant war. Und das sieht, unterscheidet sich doch mal sehr stark vom Original. Und das ist auch gut so. Nur 200 Sekunden Zeit, dann kann das doch nicht allzu schwer sein. Da muss das Level schön kurz und knackig sein. Okay, hier brauchen wir irgendwie eine Shell oder sowas. Okay, und der wirft Pokebälle oder was wirft der? Ach, keine Ahnung. Scheiß Maulwurf, ich hasse dich. Gut, dann holen wir uns eben schon wieder eine Feder. Let's Feder take again. Let's Feder take again. Was ist das denn für eine dämliche Aussage? Aber das ist mir Wurst, wie dämlich das ist. Ich will mir die Feder holen, darum geht's mir. Um diese zentrale Kernaussage. Ja. Out. Ja, das war mal wieder eine der klügsten Aktionen, die ich jemals gemacht habe. Oder bin ich erstaunt angesichts meiner Hyperintelligenz? Wow. Ja, natürlich. Danke, dass du da irgendwie bodenlosen Scheiß hin machst. Dodo war Hackersteller. Aniketi, ich verfluche dich. Auch egal, wo sie die dudelt vor sich hin. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich labern soll, weil alles so uninteressant ist. Diese Lotusblume, die ist jetzt tot. Das ist doch alles wunderscheiße. Ach Mann. Mann. Frage Doppelpunkt. Wann? Leertaste kommt Leertaste, das Leertaste. Levelende. Punkt. Nee, Fragezeichen. Das ist ja eine Frage, da muss ein Fragezeichen hinterstehen. Ah, hier ist es. Gut. Das Forest Fortresse. Das machen wir im nächsten Part. Bis dann, Tschüssikowski.